Leute, herzlich willkommen auf den Arsana Gaming und heute spielen wir, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox Tycoon. Und zwar bauen wir uns heute mal ein eigenes Haus bzw. eine Villa. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Spiel schon mal gespielt habe. Ich denke mal nicht, weil sonst hätte ich hier schon logischerweise irgendwas. Deswegen kaufen wir uns jetzt hier erstmal die Einfahrt. Bam. So groß ist die Einfahrt anscheinend und ein Bürgersteig darf natürlich auch nicht fehlen, deswegen kaufen wir uns natürlich auch noch einen Bürgersteig. Und ein Parkplatz, ja, ein bisschen um hier die meine Autos hier zu parken. Hier noch ein Parkplatz, zack. So, noch ein Parkplatz, weil drei reichen nicht. Ja, Palmen. Pflanzen. Oh. Die Pflanzen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und der Boden, genau, den braucht man ja auch. Dann kommt die Fördertür. Ein was? Ein Dinosaurierstatue? Oha. Gut. Teppichboden. Eine Couch, die können wir uns auch kaufen. Noch eine Couch, ein Tisch, noch eine Couch und dann sind wir arm. Dann haben wir kein Geld mehr. Können wir mal kurz gucken. Wir haben hier auch Aufgaben. Aha. Also jetzt gerade bauen wir eine Villa, dann bauen wir eine Mansion, dann eine Mansion 3 und eine Mansion 4. Und die soll anscheinend irgendwie 10 Millionen kosten. Keine Ahnung. Und die ist auch neu. Okay. Mal gucken, ob wir das alles auf jeden Fall schaffen werden. Wenn ihr Bock auf dieses Tycoon-Spiel habt, lasst es mich wissen mit einem Like, ein Abo und einem Kommentar da. Da kommt auf jeden Fall mehr von diesem Spiel. Ah, hier kann man jetzt sich dann so Autos kaufen und die dann einfach platzieren oder was, ne? Na gut. Sag mal, was will der Kollege hier? Kaufen wir uns hier mal Pflanzen. Noch eine Pflanze. So. Okay. Braucht man nicht eigentlich erst Wände? Dann die. Warum braucht man denn vorher die Möbel? Muss ich nicht verstehen. So ein Kamin, der darf natürlich auch nicht fehlen, ne? So. Okay, man kann ja auch viel mit Robux kaufen, aber brauche ich auch nicht. Gibt das Spiel ein Like, gibt das Spiel ein Favorit der Gruppe bei. Ah, wenn, dann kriege ich 10.000 oder was? Na gut. Könnte man ja machen, ne? Aber erstmal nicht. Erstmal kaufen wir uns hier Sachen. So, ein Aquarium. Oh, geil. Ein Aquarium will ich auch haben. Sand und Felsen. Pflanzen. Korallen. Blasen. Aber hier müssen doch auch noch Fische rein. Fischis. Die Fische dürfen doch auch nicht fehlen. Könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben. Wollt ihr auch später ein Aquarium haben? Also ich finde ja Aquarium voll geil, muss ich sagen. Also ich will auf jeden Fall auch welche haben. Ah, jetzt kommen die Fische. Geil. Aber die schwimmen leider nicht. Junge, fliegt hier gerade ein Heli drüber? Ja. Eine Wand. Also die Fische sind auch geil, aber die bewegen sich leider drin nicht. Aber... macht nichts. Also wir kriegen jetzt 120 pro Sekunde, oder was? Das ist ja nichts. Jo. Die Autos sind auch immer lauter hier. Malerei. Ah. Gut. Kunst, weiß ich nicht. Kunst mag ich nicht so. Kommen wir jetzt erstmal diese Wand. Warte mal. Decke. Ne, Decke nicht. Brauche erstmal wieder Geld. I don't have money. I need money. Ich brauche Geld, ich brauche Geld. Ey. Nicht wundern, ich mache das gerade mit einer Hand. Weil ich habe hier gerade eine Nachricht gekriegt. So, jetzt. Bam. Eine Küche. Küchentisch. Ja, hier wird es auf jeden Fall schon teurer. Gut, wir können hier hinten nochmal kurz einen Kamin kaufen. Pflanzen. Okay. Also diese Villa hier besteht gefühlt nur aus Pflanzen. Aber macht nichts. Zu wie viel haben wir das jetzt schon fertig? Zu 13%, okay. Jo, was? Warum leckt dieses Spiel gerade so? Egal. Ich kaufe mir erstmal hier das da hinten jetzt. Lasst mich hier mal alle in Ruhe. Pflanzen, so. Dann Malerei. Dann eine Decke. Dann Beleuchtung. Dann ein Kronleuchter und dann habe ich kein Geld mehr. Boah, yo, sieht das geil aus.
Boah, sowas zu haben sieht schon geil aus, ne? Allein dieses Aquarium ist schon gigantisch. Junge, kannst du jetzt mal aufhören, dich hinzusetzen? So, gehen wir hier mal raus. Ach so, wir haben jetzt hier sogar so ein Dach. 7000. Ja, das lässt sich doch sehen, ne? So. Malerei. Noch eine Treppe, einen Tisch. Und dann haben wir kein Geld mehr, aber für die Fenster schon. So. Also ich müsste erstmal hier alles zu Ende kaufen. Also hier brauchen wir 2, 3, 4.000 ungefähr. 4, 5.000 brauche ich dafür. So. Ich das hier mal kurz aus. So. Gehen wir mal hier hin und kaufen uns eine Schiebetür und einen Kronleuchter. So. Perfekt. Jetzt habe ich nämlich hier alles gekauft und dann kann ich hier nämlich weiter kaufen. Hier muss auch eine Schiebetür hin. Okay. Machen wir das auch. Und jetzt gehen wir hier mal raus. Übrigens, heute kommt für euch ein Fortnite-Video. Ich glaube, das ist sogar schon raus, wenn dieses Video kommt. Ja, auf jeden Fall kommt ein Fortnite-Video. Das allererste Mal zocke ich dann auf Fortnite mit euch. Also ich habe natürlich Fortnite schon so gespielt, aber ich meine jetzt als Video. Ich hätte ursprünglich gesagt, dass ich gar kein Video dafür mache. Aber irgendwie habe ich auch Bock, ein bisschen Fortnite zu spielen. Es ist ja jetzt auch die neue Season rausgekommen. Ne, Fortnite OG ist ja jetzt nicht mehr da. Ist ja jetzt weg. Von daher. Ja. Aber natürlich habe ich Fortnite OG auch gezockt. Das war eigentlich voll geil. Also ich habe früher auch immer Fortnite gespielt. Da habe ich noch gar kein YouTube gemacht. War 2019 oder 18. Da habe ich das erste Mal Fortnite gespielt. Da kam ja auch Fortnite raus. Und ja. Wände. So. Ich muss auch wieder Malerei rein. Okay. So. Was ist das hier? Nee, ich will keinen Parkplatz hier kaufen, Mann. Habe ich irgendwas gekauft, jetzt habe ich wahrscheinlich kein Geld mehr, ne? Nö. Och, Mann. Ich wollte doch hier die Malerei kaufen. Garagentor. Wenn das Garagentor sogar aufgehen würde, wäre das sehr geil. Nein, ich will nichts kaufen, Mensch. Nein. Dann kaufen wir hier mal kurz die Malerei. Da oben kann ich irgendwas kaufen, aber ich mache jetzt erstmal hier alles unten fertig. Die wollen ja schon direkt, dass ich da oben weitermache. Junge, ein Haus baut man von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Was? Ich meine von unten nach oben, nicht von oben nach unten. So. 13.000, die schmecken doch. So, wir kaufen uns erstmal die Decke und ein Garagentor. Ja, die geht sogar auf. Das ist geil. Lichter für 10.000. Ja, die kann man sich auch mal gönnen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt unten alles gekauft. Ich denke mal schon. Oder? Gibt es hier unten noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, wir haben jetzt hier alles gekauft. Das ist doch ziemlich geil. Aber wir haben kein Geld dafür. Ah, doch, doch, doch. Hier müsste alles jetzt unten schön gekauft worden sein. Ja, das lässt sich doch sehen hier. Was steht hier eigentlich? Wet Grass. Aha. Okay. Gras. Gut, gehen wir mal in die Garage und kaufen uns Lichter. Bam. Werkzeugregale, Fenster. Boah, Junge, 14.000, Alter. Haben wir natürlich auch. Ja, brauchen wir eben kurz 14.000 hier. Zack, zack, zack. 14.000 haben wir. Upala, ich habe irgendwas gedrückt, das wollte ich nicht. Da wären wir sogar 15.000. Ne, Fenster kaufe ich nicht. Ich kaufe erstmal diese Werkzeugregale hier. So. Dann Werkzeuge. Und dann kaufe ich die Fenster, weil dann kann ich nämlich hier auch nicht mehr durch. Wie teuer war das jetzt? 15.000, ne? Joa. 15.000, die kann man sich sehen lassen. Warte, während wir hier kurz mal warten, bis wir Geld haben, können wir uns mal kurz angucken, was es denn hier so gibt. Also das hier ist jetzt der Shop für praktisch Autos. Das günstigste Auto ist hier dieses komische, was weiß ich, Auto. Okay. Shop. Geld, Autos. Hier kann man sehen, wie weit man gerade mit der Villa ist.
Hier kann man irgendwie VIP kaufen und hier kann man irgendwas anderes kaufen. Eingabeaufforderung des Autohaus, Lockdoors. Achso, dann kommt da keiner rein, ja. Okay. Gut. Und mich hat hier irgendwie jemand geaddet. Da addet mich schon wieder mal jemand. So, kaufen wir uns hier erstmal die Werkzeuge. Die sind doch mal geil. So, dann hier Wandmuster für 18.000. Gut, gut, gut. Also jetzt wird es auf jeden Fall anstrengend. Ich glaube, wir machen noch ein paar zwei aus diesem Game. So, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall 18.000 sogar schon. Heute ist übrigens auch der erste Advent. Also für euch ist es nicht der erste Advent. Da ist nämlich schon ein Tag vergangen. Aber heute ist praktisch bei mir Sonntag, weil ich drehe ja die Videos immer einen Tag vorher. Das heißt, heute ist Sonntag. Aber für euch kommt das Video dann am Montag. Ja, also, ja. Aber ja. So, einen Parkplatz kann man sich jetzt hier kaufen. Gut. Parkplatz kaufe ich mir ja auch noch. Und dann hat sich der Lack. So. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch ein ohne erster Advent, sagt man das so? Ich glaube schon. Das wäre der Kollege von mir hier. Ich hoffe, ihr habt eine geile Weihnachtszeit. Und ja. Achso, ich brauche ja 21.000, ne? Oder was macht der Kollege bei mir hier? Die Autos hören sich irgendwie nicht richtig gesund an, aber egal. So. Ey, man kann sich ja hier noch einen Parkplatz kaufen, jetzt mal ehrlich. Wie viele Autos will ich denn hier stehen haben, Junge? 22.000 für noch einen Parkplatz, okay. Ich werde jetzt erstmal hier unten alles fertig bauen und dann hochbauen. Aber die obere Etage machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Genau. Hier oben kann ich auf jeden Fall irgendwas anderes machen. So. Verdienen jetzt auch schon fast 400 die Sekunde. Das ist eigentlich auch ganz geil. So, könnte ich bitte jetzt mal die 28.000 oder so haben oder was auch immer das kostet? Also es gibt vier verschiedene Mansions, beziehungsweise drei Mansions und eine Villa. Okay. Kann ich das jetzt schon kaufen? Ist das schon green? Ja, ist green. Okay, dann kaufe ich das jetzt. So, Parkplatz, komm her. Bam. Gut, jetzt habe ich das aber, glaube ich, auch fertig gekauft. Jetzt fehlt mir nur noch das Fenster und dann habe ich die untere Etage gekauft. Und ich sehe da noch irgendwas anderes. Das muss ich auch noch kaufen. 13.000 kostet das, ne? So, bitte geben Sie mir noch mehr Geld. Danke. Na? Jetzt kann ich es kaufen. Perfekt. Boah, der ist auch schon sehr weit da, ne? Fenster. Jetzt komme ich hier nämlich nicht mehr raus. So. Gehen wir mal darüber kurz und gucken mal, was wir hier kaufen müssen. Eine Wand. Aha. Tennisplattform? What? Ein Tennisplatz? Das ist ja geil. Tennis ist. Also, ich habe früher mal Golf gespielt, aber mittlerweile tue ich das nicht mehr. Aber war schon geil. So, Tennisfeld für 7.000, ja. Das lässt sich doch sehen, ne? Aber geil, dass es einen Tennisplatz einfach gibt. Das Spiel ist übrigens sogar deutsch, ne? Also das ist ein deutsches Spiel. Eigentlich. Also es steht zumindest auch da im Titel. Also es steht auch im Titel, dass es eigentlich ein deutsches Spiel ist. Ich glaube, das wurde einfach nur in Deutsch übersetzt, kann das sein? Weil das hier ist Englisch. Egal. Tenniskorb. 8.000, okay. Also eigentlich ist es ein deutsches Spiel, steht da im Titel. Im Titel, also im Spieltitel. Aber gut. 433 Euro die Sekunde, Dollar die Sekunde verdienen wir jetzt. Tenniskorb. Ein und Stühle. 12.000, okay. Aber das ist geil. Das finde ich geil. Das ist mega geil. Man kann sogar einfach dieses Aquarium von außen angucken, Junge. Schau vor, es kommt so irgendjemand zu dir und macht dann einfach das kaputt. So, weil
Okay, wenn es Panzerglas ist, ist es eigentlich relativ geil. Aber es ist schon ein Riesen-Aquarium, muss ich sagen, ne? Aber ja, gut. Stühle. So, habe ich jetzt hier unten alles gekauft? Nö. Wie geht es jetzt noch weiter? Ich würde sagen, das machen wir aber allerdings erst in der nächsten Folge, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr mehr über mein Unternehmen bzw. über meine ganzen Projekte erfahren wollt. Joint da drauf. Oder wenn ihr auch einfach mal ein bisschen mit mir chatten wollt, könnt ihr auch gerne drauf joinen. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt jetzt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.